Ich bin Adam Kehl und ich mache etwas mit Medien. Beim SRF arbeite ich für das Kinderprogramm und produziere dort Videos. Und für meine Zeit daheim gehe ich filmen und das Ganze auch schneiden. Bei meiner Zeit daheim ist das Konzept relativ einfach. Und zwar tut jeder Folge ein Kind oder zwei Kinder ihr Zeit daheim vorstellen und redet dann so ein bisschen darüber, wie es ist, eben zum Beispiel in zwei Kulturen aufzuwachsen und wie es so ist, wenn man zwei Orte hat, wo man daheim ist oder sich daheim fühlt. Ich bin Mia, bin 12 Jahre alt, wohne in Zürich. Es gibt mehr Hochzeiten in Kosovo, also dort gibt es immer Hochzeiten. Und du halt in der Schweiz nie. Wenn ich Fußball spiele, kann ich mit meinem Bruder Tibetisch reden und dann versteht es niemand. Ich bin verantwortlich für Protagonistinnen und Protagonisten. Sprich, ich muss die suchen und sobald ich die gefunden habe, rede ich mit ihnen reden und mich vorbereiten auf den Dreh, gehe sie besuchen. Am Anfang sind sie schon ein bisschen nervös. Da merke ich selber einmal auch, dass ich bin manchmal auch ein bisschen nervös. Ich weiss auch nicht genau, was genau auf mich zukommt. Und ich bin nachher in der gleichen Situation wie das Kind und sage das dem Kind einmal auch. Und nach ein paar Minuten, nach ein paar ersten Fragen, ist die Nervosität vergessen. Und es ist nach dem ganz natürlich. So, ich mal schauen. Jetzt packe ich mal das ganze Kamerazeug aus, damit wir dann loslegen können mit dem Sebastian und der Sophia. Sind ihr ready? Ja. Sehr gut. Ich jetzt auch grad, aber es geht noch ein paar Sekunden. Ja, beim Sebastian und bei der Sophia sind ja zwei, die meine zweite Heimat gemacht haben. Das ist jetzt bei uns das erste Mal. Das ist so ein bisschen ein Experiment. Ich habe so das Gefühl, wenn man mit einem Kind dreht, also das Kind ist noch ein wenig abgelenkt, weil es nicht noch irgendjemand nebendran hat, der zum Beispiel auf einmal ein Zündhölzchen anzündet oder irgendwie nervt oder so. Also es entwickeln sich ganz andere Dynamiken, wenn man zwei Kinder vor der Kamera hat. Also, fangen wir an mit der Vorstellung. Schnell, nein, jetzt nicht würgen. Okay, schnell konzentrieren. Nasche Mama ist Russia, nasch Papa ist Germania. Es war gerade Russisch, ich übersetze es schnell. Unsere Mutter ist aus Russland, unser Vater ist halb Schweizer, halb Deutscher. Es gibt wie so einen Fachbegriff, Kill Your Darlings. Also es ist dort auch schon ein bisschen im Herz weh, wenn man dann irgendwie coole Sachen rausschmeißen, einfach weil man jetzt nicht kann, irgendwie einen 20-Minuten Beitrag machen kann. Aber man gewöhnt sich daran. Und am Schluss kommen halt einfach so die coolsten Szenen bzw. die coolsten Inhalte ins Video hinein.